Und wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die öffentliche Gesundheitsversorgung. Einerseits hat die AfD-Fraktion hier drei Anträge eingereicht, indem sie unter anderem fordert, dass die Weltgesundheitsorganisation reformiert wird. Und die Fraktion von Bündnis 90 den Grünen beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Public Health. Da geht es darum, wie kann durch zum Beispiel politische und wirtschaftliche Eingriffe das zum Beispiel die Umweltbedingungen oder die Gesundheitsversorgung so verbessert werden, dass eben dann die Menschen in einer Gesellschaft gesünder sind und gar nicht erst krank werden. Erster Redner ist allerdings jetzt für die Unionsfraktion Alexander Kraus. Ich möchte mit einem herzlichen Dankeschön beginnen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir haben gerade in der Pandemie erlebt, dass sie über die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit hinausgegangen sind, nicht nur an einem Tag, sondern wirklich über Wochen und Monate. Das war eine sehr, sehr respektable Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort im öffentlichen Gesundheitsdienst. Zur Beschreibung der Ist-Situation gehört aber leider auch, dass der öffentliche Gesundheitsdienst seinen Aufgaben bereits vor der Pandemie nicht ausreichend gerecht werden konnte, wenn wir an Einschulungsuntersuchungen denken, wenn wir an Gesundheitsförderung denken. Der Grund liegt in der personellen Unterbesetzung. Es gibt derzeit 2.500 Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Vor 25 Jahren waren das 50% mehr. Deswegen war es richtig. Deswegen ein herzliches Dankeschön an den Bundesgesundheitsminister im September den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst auf den Weg zu bringen. Der Bund, der ja eigentlich keine Zuständigkeit für diesen Bereich hat, gibt dennoch 4 Milliarden Euro für den öffentlichen Gesundheitsdienst, für Personal, für Digitalisierung, für moderne Strukturen. Wir haben noch Herausforderungen, wenn ich an die SORMAS-Software zur Kontaktnachverfolgung denke. Derzeit nutzt nur knapp die Hälfte der Gesundheitsämter dieses System. Die Bundesländer haben zugesagt, bis Ende Februar alle Gesundheitsämter anzuschließen. Man muss jetzt kein Prophet sein, um zu wissen, dass es vermutlich nicht dazu kommen wird, was schade ist. Ich würde mir wünschen, dass gerade die Landkreise, dass die Länder dort wesentlich mehr Dampf machen, damit das gelingt. Deswegen, wir sollten beraten, wie der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden kann und wie wir von Bundesseite mehr Einfluss nehmen können, damit der öffentliche Gesundheitsdienst auch wirklich seine Arbeit macht. Allein mit guten Worten und großzügigen Geldgeschenken wird das auch in Zukunft nicht gelingen. Das waren für mich jetzt die kurzfristigen Notwendigkeiten, aber ich finde, wir müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst auch in einer Langfristperspektive betrachten. Und wir brauchen den öffentlichen Gesundheitsdienst für einen Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik, nämlich dass wir den Fokus stärker darauf ausrichten, wie Menschen gesund bleiben können. Da spielt der öffentliche Gesundheitsdienst wirklich eine Schlüsselrolle. Unser Gesundheitswesen beschäftigt sich sehr intensiv damit, warum Krankheiten entstehen und wie man sie heilen kann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir müssen aber noch viel stärker uns damit beschäftigen, wie es gelingt, dass Menschen gesund bleiben, also gar nicht erst krank werden. Damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist gut und richtig, dass Kranken geholfen wird, so wie wir das machen. Aber zusätzlich müssen wir das Gesundheitswesen stärker darauf ausrichten, Menschen gesund zu erhalten. Das verlangt von uns allen selbst etwas ab. Die Grundvorstellung, man wirft eine Tablette ein und dann wird man gesund. Diese Grundvorstellung muss schon ergänzt werden durch einen weiteren Gedanken, nämlich, dass jeder selbst etwas für die Gesunderhaltung tun kann und auch tun muss. Und dieser Gedanke kommt uns, jedenfalls auch mir, zu selten. Ich zum Beispiel nehme mir zu wenig Zeit für die eigene Gesundheit. Was können wir jetzt tun? Was heißt das konkret? Die Krankenkassen bekommen derzeit ihr Geld aus dem Gesundheitsfonds dafür, wenn sie möglichst viele Kranke haben. Das ist auch nachvollziehbar, weil man da auch Mehrausgaben hat. Aber warum geben wir nicht jenen Kassen Geld, denen es gelingt, ihre Versicherten besonders lang gesund zu erhalten? Und wie geht jetzt Gesunderhaltung? Das hat was mit Gesundheitskompetenzstärken zu tun, dass Gesundheitskompetenz vermittelt wird, dass es mehr Schutzimpfungen gibt, dass es mehr Prävention gibt. Und wenn ich über Prävention spreche, dann heißt das für mich vor allem, dass die Prävention die Richtigen erreicht. Bei unseren Präventionskursen zeigt die Statistik, dass sie von 81% Frauen besucht werden.
Das spricht dafür, dass Frauen besonders intelligent sind, spricht aber nicht dafür, dass unsere Präventionskurse besonders intelligent sind. Denn die sollten auch gerade Männer erreichen, die vielleicht gesundheitlich eher dazu neigen, dann auch angeschlagen zu sein. Wir brauchen auch mehr Informationen darüber, was man selbst tun kann, wie man sich gesund ernährt, wie man sich mehr bewegt. Wir haben in der Pandemie gemerkt, dass das Thema Gesundheit ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gerückt ist, dass wir auch mehr über Hygienethemen gesprochen haben. Mich hat ein Gastwirt mal angesprochen und hat gesagt, jetzt wüssten auch die Männer, wozu das Waschbecken vorm Klo da sei. Also das Thema Hygiene ist bei uns einfach, das war jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber es ist in das Bewusstsein der Menschen angekommen, dass man sich mit Hygiene mehr beschäftigen muss. Oder wenn ich an das Thema Impfen denke, das wird uns ja in diesen Tagen ganz besonders bewusst. Wir haben auch auf anderen Bereichen, wenn wir die Grippeimpfung anschauen, eine sehr positive Entwicklung, dass die Zahl der Grippegeimpften gewachsen ist. Wir sind natürlich noch immer nicht dort, wo wir hinwollen, dass wir sagen, 75% der Älteren mögen sich impfen lassen gegen Grippe. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie unser Gesundheitswesen umbauen mit einem starken öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir brauchen mehr Gesundheitsförderung. Wir brauchen mehr Prävention. Wir brauchen mehr Wissensvermittlung für alle darüber, was sie selbst für ein gesundes Leben tun können. Vielen Dank. Vielen Alexander Dank. Kraus hat hier die Debatte eröffnet und ich habe es ja schon gesagt, 3 Anträge hat die AfD-Fraktion eingereicht und, das Wort geht an und der Redner, der nun für die AfD diese Anträge hier vorstellen und verteidigen wird, ist Paul-Viktor Podolai. Er sitzt auch im Gesundheitsausschuss für seine Fraktion. Aber auf dem, ach, ich habe es falsch gesehen, ich habe das Durchsichtige nicht gesehen, alles in Ordnung. Ist ja sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es freut mich sehr, heute einen Antrag vorzustellen, den die AfD im Juni 2020 hier im Deutschen Bundestag eingebracht hat und der vor allen anderen Fraktionen im Gesundheitsausschuss inklusive der Grünen abgelehnt wurde, nämlich die Reform der Weltgesundheitsorganisation. Die grünen Weltverbesserer wollen die WHO in die deutsche Gesundheitsversorgung einbinden. Schön und gut, wäre dieses Vorhaben nicht von Scheinheiligkeit und Doppelmoral gelenkt. Deutschland hat allein im Jahr 2020 zur Bewältigung der Corona-Pandemie 397 Millionen Euro an freiwilligen Leistungen an die WHO und UNAIDS bezahlt. Hierin nicht eingeschlossen sind die anderen Projekte, freiwillige Zahlungen und der Pflichtbeitrag. International war Deutschland im Jahr 2020 der größte staatliche Geldgeber der WHO. Wenn es jedoch darum geht, diese einst so prestigeträchtige Institution zur Verantwortung zu ziehen und ihre Verfehlungen zu beleuchten, ignoriert die deutsche Regierung alle Alarmzeichen. Aber auch die übrigen Oppositionsparteien scheinen hier vollkommen einzuknicken, vor allem die Grünen. Doch wir als AfD scheuen uns nicht davor, genau diese Missstände anzusprechen, publik zu machen und aufzuarbeiten. 2020 bot eine Galerie epischer Verfehlungen der WHO. Im September erschütterten ungeheuerliche Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs die Weltgesundheitsorganisation. Ihre Ärzte sollen in Kongo, Kinshasa, während der verheerenden Ebola-Epidemie von 2018 bis 2020 Frauen und Mädchen systematisch sexuell ausgebeutet haben. Dieser Bericht machte internationale Schlagzeilen, scheint die hier anwesenden Gutmenschen jedoch genauso wenig zu interessieren wie die ernstzunehmenden Anschuldigungen gegen den WHO-Chef Tedros Ghebreyesus, in den Völkermord in Äthiopien verwickelt zu sein. Die Times berichtete im Dezember 2020 über diesen Skandal,
während in Deutschland nach wie vor blinder Gehorsam herrscht. Auch nicht unvergessen bleibt das China-zentrische Gebaren der WHO zu Beginn der Pandemie und das unglaublich späte Entsenden eines Forschungsteams zur Entdeckung des Ursprungs von Corona, der bis heute nicht geklärt ist. Doch die größte Baustelle der WHO ist die Finanzierung. Denn die einzige Finanzierung durch Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten ist schon lange passé. Eingenommen haben diese Rolle andere Akteure. Inzwischen stammen rund 80% des WHO-Haushaltes von privaten Geldgebern, Stiftungen und freiwilligen Regierungszuschüssen, die zweckgebunden sind, also über die die WHO nicht frei verfügen kann. Diese Akteure, die den Großteil der Gelder bereitstellen, tun dies nicht aus altruistischen Motiven, sondern erkaufen sich damit ihren Einfluss in der Organisation. Dies stößt in der Forschung, Zivilgesellschaft und vor allem der AfD auf massive Kritik. Stück für Stück wurde die Förderung von Basisgesundheitssystemen in den armen Ländern dieser Welt zur Nebensache und durch die Abhängigkeit von Geldgebern konterkariert. Empfehlungen, die Milliarden von Menschen betreffen, müssen aber unabhängigen Forschungsergebnissen und Entscheidungsprozessen basieren und nicht von Angebot des höchstbietenden. Sie wollen einen höheren Eigenbeitrag leisten, das wollen Sie auch nicht. Schreien Sie nicht, seien Sie still. Des höchstbietenden Lobbyisten abhängen. Um die WHO zu reformieren, fordert die AfD deshalb ein Finanzierungsmodell, das eine Industrie-, Staaten- und stiftungszentrierte Politik unterbindet. Zum Zweiten, die strikte Einhaltung demokratischer Entscheidungsprozesse innerhalb der WHO, die unabhängig von den Beitragszahlungen ist. Und zum dritten, letzten Mal, dass Wissenschaftler und Funktionäre, die für die WHO arbeiten, gründlich auf Industrieverbundenheit und Lobbytätigkeiten zu überprüfen und gegebenenfalls nicht einzustellen. Meine Damen und Herren, diesen menschlichen und bürokratischen Sumpf mit dem Geld der deutschen Steuerzahler zu finanzieren, ist moralisch nicht vertretbar. Die WHO kann ihre verantwortungsvollen Aufgaben nur dann gewissenhaft nachgehen, wenn Unabhängigkeit, Transparenz und demokratische Entscheidungsprozesse gesichert sind. Ohne Reform sind weitere Zahlungen an dieser mittlerweile korrupte Organisation unverzüglich einzustellen. Vielen Dank. Paul-Viktor Pudulai hat hier die Anträge einmal vorgestellt, besonderer Fokus auf die WHO. Da fordert die AfD zum Beispiel, dass Angestellte überprüft werden sollen, ob zum Beispiel Lobbytätigkeiten nachgewiesen werden können. Nächste Rednerin ist jetzt für die Sozialdemokraten Hilde Mattheis. Sie sitzt auch im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte über das Thema sprechen, was hinter dem Tagesordnungspunkt steckt, nämlich über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wenn es eine von mehreren Lehren aus der Pandemie gibt, dann haben wir doch hoffentlich gelernt, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken müssen. Denn der öffentliche Gesundheitsdienst ist ganz nachgewiesenerweise eine Schnittstelle, eine wesentliche Schnittstelle zur Bekämpfung der Pandemie. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder so ein Hochfloppen gehabt zur Wichtigkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Immer dann, wenn Pandemien da waren, vor etlichen Jahren, wurde immer wieder gesagt, wir müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken. Es darf uns heute nicht passieren, dass wir das nächste Woche wieder vergessen. Und daher sagen wir als SPD-Fraktion, wir brauchen in der Tat einen gestärkten Gesundheitsdienst. Nicht nur mit den Maßnahmen, die wir in den letzten Wochen auf den Weg gebracht haben, in den letzten Monaten auf den Weg gebracht haben, sondern eine nachhaltige Stärkung. Und schon 2016 haben ja die Gesundheitsminister der Länder gesagt,
Wir brauchen in der Tat einen stärkeren interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz für den ÖGD. Wir brauchen eine stärkere Verzahnung mit der Wissenschaft. Wir wollen, dass der Bund, die Länder und die Kommunen Verantwortung tragen. Wir wollen in diesem Dreiklang, dass die Bevölkerung in dem öffentlichen Gesundheitsdienst eine Ansprechstation hat, Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner hat für bestimmte gesundheitliche Fragen, auch Prävention, in Sachen Prävention. Das alles dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen, ich bin dankbar, wir sind dankbar über den Antrag der Grünen, aber er geht uns nicht weit genug. Und wir haben in unserem Papier, das wir miteinander in der Fraktion beschlossen haben und wofür wir werben, in der Tat einen Umsatz gewählt, der auch die Kompetenzen des Bundes erweitert. Denn es ist schön, was Sie als Grüne formuliert haben, aber es ist nicht nachhaltig genug. Denn wir sehen ja jetzt, wie wenig oder wie lang es braucht, um Vereinbarungen auf den Weg zu bringen. Sehr schnell haben wir doch alle miteinander den Ausbau von Programmen, den Digitalausbau für die öffentlichen Gesundheitsdienste auf den Weg gebracht mit 50 Millionen. Wir haben gesagt, wir geben 4 Milliarden für Personal. Ja, das ist alles gut und richtig, aber die Umsetzung dauert lang, weil der Föderalismus einfach auch eine Hürde darstellt. Und wir wollen, dass es sehr schnell geht. Und wir wollen, dass die Umsetzung in Sachen ÖGD, Ausbau, Personalstellen, Digitalausstattung und auch Akzeptanz wieder sehr viel stärker wird. Und von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Grünen ist gut und wichtig, aber lassen Sie uns gemeinsam auf folgenden Weg gehen. Ja, der Sachverständigenrat kann uns wichtige Hinweise geben, aber Hinweise, wie, nicht ob, sondern wie der ÖGD ausgebaut werden sollte. Und zwar so, dass er wirklich den Anspruch hat, einer niedrigschwelligen Anlaufstelle, die auch vorbeugend präventiv wirksam ist, die auch nicht nur bei Hygienekonzepten, nicht nur in Pandemiezeiten, sondern vor allen Dingen auch bei Voruntersuchungen, bei allen möglichen Fragen der Bevölkerung zum Thema Gesundheitsschutz zuständig ist. Dazu braucht es ein Werben und ein Umdenken in den Kommunen und in den Ländern vor allen Dingen. Denn was haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt? Und da will ich jetzt keine irgendwie Schelte betreiben, aber es ist einfach, es gehört zur Bilanz dazu. Der ÖGD ist irgendwie so eine kleine Fachabteilung geworden in irgendwelchen Kreisämtern und nicht eine selbstständige Behörde, die als dritte Säule in unserem Gesundheitssystem etabliert ist. Das müssen wir ändern. Das ist nicht nur eine kleine Stelle, wo man ärztliches oder nicht ärztliches Personal einstellt, denn in manchen Gesundheitsämtern sind auch keine Mediziner angestellt, das muss man auch dazu sagen, sondern es muss eine Behörde sein und Behörde ist nichts Langweiliges, darf es nicht sein in dem Fall, sondern es muss eine zupackende, eine auf die Bevölkerung zugehende, eine problemlösende Institution sein. Und von daher möchten wir, dass die Gesundheitsämter diese Rolle sehr viel stärker in unserem System einnehmen und dafür unterstützt werden. Und wir werben dafür, dass der ÖGD auf jeden Fall auch eine große Bedeutung in den Parlamenten bekommt, die nicht so sehr darüber reden, nämlich vielleicht in den Kreistagen und in den Länderparlamenten. Denn da wurde zusammengespart, ganz massiv zusammengespart. Deshalb, also auch diese Stärkung, diese institutionelle Stärkung ist unser Anliegen. Und ich habe es schon gesagt, 4 Milliarden und 50 Millionen für den ÖGD, für Personal,
für den Ausbau der digitalen Infrastruktur scheinen auf den ersten Blick nicht wenig zu sein. Aber wenn man nachhaltig das sich anguckt, dass das nur ein paar Jahre gilt, dann muss man sagen, vielleicht ist das einfach zu kurz gesprungen. Deswegen wollen wir als SPD-Fraktion auch die Möglichkeit des Bundes haben, und zwar über eine Änderung des Grundgesetzes. Dafür werbe ich, denn das Thema Daseinsvorsorge ist eines, das fundamental im Bereich der Gesundheit wieder an Konjunktur gewinnen muss. Daseinsvorsorge. Und von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Und in dieser Situation, wo uns die Pandemie gelehrt hat, wo so viele Knackstellen sind, wo so viele auch Fehlstrukturen sind, die nicht das leisten können, was sie in dieser Situation leisten müssten, dass wir in dieser Situation nicht einfach nach ein paar Monaten sagen, Gott sei Dank, es ist überwunden, sondern wir sagen, Gott sei Dank, jetzt müssen wir uns vorbereiten, dass wir das jetzt gelernt haben und uns so auf den Weg machen. Denn der ÖGD ist und bleibt die Schnittstelle und wir lernen das jeden Tag. Nicht nur, dass die Zahlen oftmals auch fehlerhaft, verzögert ankommen, sondern dass die Kontaktnachverfolgungsmöglichkeiten des ÖGD einfach nicht so sind, wie wir uns das vorstellen, dass es da auch eine kleine Blockade gibt in dem einen oder anderen Gesundheitsdienst. Das alles müssen wir auflösen und das geht nur, wenn wir nicht kritisieren, sondern wenn wir unterstützen. Deshalb, der öffentliche Gesundheitsdienst braucht diese Unterstützung von Bund, Land und Kreis. Vielen Dank. Der öffentliche Gesundheitsdienst ÖGD wurde zu viel zusammengespart, hat Helde Mattheis hier kritisiert. Und eigentlich hat er ja sehr große Aufgaben. Unter anderem soll er die Hygiene in den Krankenhäusern überwachen. André Ullmann spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in einer Pandemie erwarten wir alle einen starken öffentlichen Gesundheitsdienst. Dazu gehört explizit die lokalen Gesundheitsämter und das Robert-Koch-Institut. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist eines der wichtigsten Einrichtungen des Staates, um einen guten Gesundheitsstandard und Gesundheitssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Doch wie ist es gelaufen? Wir mussten erkennen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst heillos überfordert war. Es waren explizit nicht, meine Damen und Herren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schuldig, sondern schuldig waren die Länder und die Kommunen, denn sie haben seit Jahren in Personal und Ausstattung gespart. Es ging auch lange gut. Doch SARS-CoV-2 deckte diese Versäumnisse gnadenlos auf. Und hier ist der Ansatz der Grünen richtig. Wir müssen mehr im öffentlichen Gesundheitsdienst tun. Gesundheit darf nämlich nicht nur als Kostenfaktor angesehen werden, sondern hier muss mehr in die Zukunft, in Personal und Ausstattung investiert werden. Nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt oder Robert-Koch-Institut sind die Buhmänner oder Buhfrauen in dieser Pandemie. Denn wie kann ein Fisch schwimmen, wenn das Wasser fehlt? Und hier fehlt viel Wasser. Hoffentlich ziehen wir alle die richtigen Schlüsse aus dieser Pandemie. Doch Bundesmittel dort immer einzusetzen, wo die Länder geschlafen haben, ist nicht der richtige Weg und kein nachhaltiger Ansatz. Wir erwarten hier viel mehr Verantwortung auch von Seiten der Bundesländer. Bessere Vernetzung und klare Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind jetzt essentiell und wichtig, um die Herausforderungen in der Gesundheit Herr zu werden und auf die nächste Pandemie besser vorbereitet zu sein. So geht nachhaltige Gesundheitspolitik. Immer wieder, auch heute war zu hören, dass Lockdown-Maßnahmen notwendig waren, um die Kontaktverfolgung nachzuvollziehen. Das mag ja durchaus sein in einer Pandemie. Doch noch wichtiger ist nach der Kontaktverfolgung, und das haben auch Staaten mit deutlich besserer Inzidenzen gezeigt, dass bessere Kontrollen uns vieles hätte ersparen können.
Wenn in einer deutschen Stadt die Menschen, die unter Quarantäne oder Isolierung sind, nur 1% kontrolliert werden und dabei 30% dieser Menschen die Regeln nicht einhalten, ist es kein Wunder, dass wir immer wieder Infektionsketten haben, die aufleuchten und uns Probleme bereiten. Vergleichen wir doch einmal Taiwan und Südkorea, wie es da mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst aussieht. Da ist das wirksamste Mittel die Kontrolle der Quarantäne- und Isolierungsmaßnahmen. Ein kluges Vorgehen anstatt ständige Lockdowns, besser übrigens als die Angstpolitik der Bundesregierung, und wir hätten auch weniger Sorgen um mutierte Viren. So wäre uns vieles erspart geblieben. Wenn Sie eine Frage stellen, stellen Sie eine Frage reinrufen, ist nicht Stil dieses Hauses. Wer öffentliche Gesundheit und die Pandemie ernst nimmt, muss statt ein Weiter-so die begangenen Fehler erkennen und diese umgehend beseitigen. Die Ausrede, es gibt zu viele Infizierte, zieht nicht mehr. Und so kann es im öffentlichen Gesundheitsdienst auch nicht weitergehen. Deshalb brauchen wir einen starken öffentlichen Gesundheitsdienst und Robert-Koch-Institut. Wir brauchen sie als Krisenspezialisten. Dieser Beruf im öffentlichen Gesundheitsdienst muss lukrativer werden, mit Aufstiegsmöglichkeiten und besserem Verdienst und nicht einfach heraus mit einem Dankeschön. Das Fach öffentliche Gesundheit muss auch mehr Widerhall finden in den universitären Ausbildungen. Wir brauchen qualitativ bessere Vernetzung durch die Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Wir brauchen aber auch mehr Verantwortungsübernahme auf Länderebene, oder wir müssen damit anfangen zu diskutieren, ob wir einen Systemwechsel haben wollen, dass Gesundheit Richtung Bund geht. So kann, meine Damen und Herren, öffentlicher Gesundheitsdienst und Robert-Koch-Institut verbessert werden und unserem Land besser und nachhaltiger dienen. Herzlichen Dank. André Ullmann für die FDP-Fraktion ist hier auch auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie eingegangen. Das bietet sich bei ihm an. Er ist nämlich auch Infektologe. Nächster Redner ist Harald Weinberg für die Linksfraktion. Er ist unter anderem dort Sprecher für Krankenhauspolitik und Gesundheitsförderung und Prävention. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Ullmann, Zwischenrufe sind einfach ganz normale parlamentarische Gepflogenheit. Das will ich nur noch mal, darauf hinweisen. Von Rudolf Virchow, dem Armenarzt, stammt die Bemerkung, und dabei zitiert er Salomon Neumann: Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen. Die Richtigkeit dieser Erkenntnis erschließt sich besonders in den Tagen der Pandemie, die wir jetzt im Moment haben. Die Auseinandersetzung mit der Pandemie zeigt, dass in der Tat halt Politik und Medizin zusammengehören. Gesundheit ist unvermindert dabei von der sozialen Lage der Menschen abhängig. Das war schon vor Corona so. Es gibt 10 Jahre Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den reichsten und den ärmsten 10% der Bevölkerung, und das im reichen Deutschland. Wer arm ist, stirbt früher, und das ist ein Skandal. Und das ist auch in der Corona-Pandemie so. Das Virus ist nicht der große Gleichmacher. Es trifft die Ärmsten, die sozial Benachteiligten, weitaus stärker als die Reichen. Die Oxfam-Studie hat es gerade wieder bestätigt. Es ist ein Ungleichheitsvirus. Und da gilt die alte, aber zutreffende Regel: Nur die Reichen können sich einen armen Staat leisten. Alle anderen sind auf einen gut funktionierenden Staat mit einem gut funktionierenden Gesundheitswesen dringend angewiesen. Und da, das hat die Pandemie gelehrt, ist noch einiges zu tun. Wir haben es jetzt gerade gehört, der öffentliche Gesundheitsdienst ist in den letzten Jahrzehnten eher kaputt gespart worden, als wirklich nach vorne gebracht worden. Und es ist eine wichtige Erkenntnis, dass er durchaus, und das hat sich jetzt gezeigt in der Pandemie, systemrelevant ist und insofern in der Tat auf allen Ebenen auch wieder gestärkt werden muss. Da sind wir auch voll beim grünen Antrag erstmal an dieser Stelle. Und da gilt es auch, die verschiedenen Ebenen zu verzahnen. Bund, Land und Region müssen da sozusagen zusammenkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht aber auch um Gesundheit als Aufgabe in allen Politikbereichen. Das ist auch adressiert in dem Antrag der Grünen. Health in all policies heißt das halt eben in dem Ansatz der Weltgesundheitsorganisation. Und dabei geht es darum, dass gesundheitliche Chancengleichheit und Gesundheitsförderung nicht einfach an die Gesundheitspolitik zu delegieren ist, sondern eine Querschnittsaufgabe ist, die alle Politikbereiche betrifft. Das bedeutet in der Wohnungspolitik,
Das bedeutet in der Sozialpolitik, in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Asylpolitik und so weiter und so fort, die Voraussetzungen und die Verhältnisse zu schaffen, die der Gesundheit der Menschen förderlich ist. Es ist auch relativ plausibel und relativ klar, man kann es am Beispiel der Wohnungspolitik ja machen, wenn man in einer schlechten Wohnung mit schlechter Belüftung, mit Schimmel im Bad und so weiter und so fort leben muss, dann kann es dort keine vernünftige Gesundheit geben. Die kann sich da einfach nicht entwickeln. Der Antrag der Grünen adressiert auch in einem Teil diese Frage, mogelt sich aber aus unserer Sicht um eine zentrale Frage herum dabei. Denn letztendlich heißt Health in all policies auch die Verteilungsfrage, die Frage der Einkommens- und Vermögensverteilung ins Zentrum zu stellen. Von Wilkinson und Pickett stammt hierzu eine aufschlussreiche Studie aus dem Jahre 2010, deren Ergebnisse sich am Ende so zusammenfassen lassen: Gleichheit ist besser für alle. Oder wie der deutsche Titel lautet: Gleichheit ist Glück. Da braucht es aus unserer Sicht dann allerdings mehr, als in dem ansonsten guten Antrag der Grünen drinsteht. Deshalb können wir uns an dieser Stelle leider auch nur enthalten. Vielen Dank. Harald Weinberg war das für die Linksfraktion. Kirsten Kappert-Gonter spricht jetzt für die Grünen. Die Grünen beziehen sich in ihrem Antrag eben besonders auf Public Health, aber sagen auch, dass die Mittel für den öffentlichen Gesundheitsdienst erhöht werden müssen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme es Ihnen von der Koalition tatsächlich ab, dass Sie etwas zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, zur Stärkung der Gesundheitsämter beitragen möchten. Aber ich möchte Ihnen zurufen: Machen! Sie stellen diese Regierung die Mittel aus dem Pakt für den ÖGD, die Sie bereitstellen, das stimmt, aber Sie kommen zu spät, Sie sind zu wenig und zu allem Überfluss, Sie sind befristet. Das ist nicht nachhaltig. Mit Ihrem eiligen Notprogramm zur Abschaffung der Faxgeräte und Einsätzen der Bundeswehr versuchen Sie jetzt, die Funktionsfähigkeit der Gesundheitsämter zu sichern. Das reicht nicht. Noch immer arbeiten die Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern weit über ihre Belastungsgrenze hinweg. Dadurch, durch ihren hohen Beitrag, durch ihre hohe Arbeitsbereitschaft, tragen sie uns ganz maßgeblich durch diese Pandemie. Danke. Endlich rückt der ÖGD in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und da gehört er hin. Die Gesundheitsämter sind jetzt besonders wichtig für den Infektionsschutz, für die Kontaktnachverfolgung, für die Eindämmung dieser Pandemie. Der ÖGD hat aber auch darüber hinaus ganz wichtige Aufgaben für die Sorge um die Gesundheit aller. Schon vor der Pandemie war der ÖGD eine entscheidende Säule dieses Gesundheitswesens. Aber leider hat es erst diese Krise gebraucht, um die Bedeutung der Gesundheitsämter für die Sorge um unser aller Gesundheit, dass die erkannt wird. Viel zu lange war der ÖGD Opfer von Sparzwängen der Länder und der Bund hat sich bisher gar nicht gekümmert. Schon lange vor Beginn der Pandemie hat die Suchtberatung, die Lebensmittelsicherheit, die Gesundheitsberichterstattung mit viel zu wenig Personal auskommen müssen. Die Schuleingangsuntersuchungen haben zum Teil gar nicht mehr stattgefunden. Auch die Zahnprophylaxe von den Gesundheitsämtern, Zahnärztinnen und Zahnärzten in den Grundschulen ist flächendeckend an vielen Stellen ausgefallen. Und die Last tragen die Kinder. Vor allem die Kinder aus den Familien, deren Eltern es aus verschiedensten Gründen nicht schaffen, mit ihren Kindern zur Prophylaxe zu gehen. Das darf doch so nicht bleiben. In unserem reichen Land gehen die Gesundheitschancen und die Lebenserwartung zwischen armen und wohlhabenden Menschen so auseinander. Das ist ein Armutszeugnis. Auch da, das muss sich endlich ändern. Und hier können, und das ist ein entscheidender Gedanke, hier können gut ausgestattete Gesundheitsämter einen erheblichen Beitrag leisten. Diese Pandemie ist schwierig. Sie bringt viele von uns
an den Rand ihrer Kräfte. Wir können aber auch, wenn wir bereit sind, wirklich hinzugucken, lernen. Wir können aus dieser Pandemie auch lernen, was wir künftig besser machen müssen. Diese Krise zeigt uns, dass unsere Gesundheit nicht nur von uns individuell abhängt, sondern dass unsere Lebensbedingungen, unsere Umwelt entscheidend für unsere Gesundheit ist. Sie lehrt uns, dass wir die Sorge um die Gesundheit aller, Public Health, endlich stärker verankern müssen, so wie es in vielen Ländern schon längst der Fall ist. Sie zeigt uns, dass wir starke und gut vernetzte Public Health Institutionen brauchen. Und hier liegt die entscheidende Chance für den ÖGD der Zukunft. Die Gesundheitsämter brauchen jetzt und auf Dauer eine stabile Finanzierung. Und dafür schlagen wir in unserem Antrag vor, die Ausgaben für den ÖGD dauerhaft mindestens zu verdoppeln. Und wenn diese Basis gesichert ist, dann kann endlich besser in die interprofessionellen Public Health Konzepte und die Kooperation mit Kitas, Schulen, Sportvereinen investiert werden. Der ÖGD kann dann mehr in die Gesundheitsförderung vor Ort einbezogen werden. So stärken wir Gesundheitschancen aller nachhaltig. Diese Pandemie wird nicht die letzte sein. Wir müssen uns besser wappnen. Wir brauchen einen Gesundheitscheck für alle politischen Entscheidungen. Wir müssen bei jeder politischen Entscheidung überprüfen, welche gesundheitlichen Auswirkungen sie hat. Denn ob Verkehrs- oder Agrarpolitik, ob Sozial- oder Bildungspolitik, alle politischen Entscheidungen haben einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und wenn wir nicht endlich zu konsequentem Umwelt- und Klimaschutz übergehen, steigt die Gefahr weiterer Pandemien. Für eine gute Gesundheitsversorgung ist es elementar wichtig, dass wir künftig nicht mehr auf das Präventionsparadoxon hereinfallen. Je besser die Arbeit der Gesundheitsämter sein wird, je besser der öffentliche Gesundheitsdienst funktioniert, je stärker Public Health, je nachhaltiger die Gesundheitsförderung, desto weniger sichtbar wird in Zukunft die akute Notwendigkeit von Gesundheitsämtern sein. Dann aber dürfen wir nicht zulassen, dass wieder der Rotstift angesetzt wird, denn das würde sich spätestens in der nächsten Krise rächen. In unserem Antrag steht, was wir sofort tun können, was wir sofort tun sollten, um den öffentlichen Gesundheitsdienst zu dem zu entwickeln, was er sein kann. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tino Sorge wird als nächstes für die Unionsfraktion sprechen. Er sitzt wie tatsächlich bisher alle Redner hier in dieser Debatte im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss ja sagen, im Ergebnis sind wir uns hier, das habe ich zumindest den Ausführungen der Vorrednerinnen und Redner entnommen, alle einig, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken müssen, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken wollen. Der Antrag der Fraktion Die Grünen liegt ja jetzt auch schon ein bisschen zurück, datiert vom 18.11. Und insofern ist da natürlich auch viel dabei, was relativ allgemein ist, ist aber auch viel dabei, was längst schon überholt ist. Und wir haben ja am Mittwoch im Ausschuss dazu debattiert und ich fand das schon bemerkenswert, dass wir im Ausschuss, also erlebt man ja selten, sowohl fast einheitlich aus der Opposition gehört haben. Andrew Ullmann hat beispielsweise gesagt, der Antrag enthalte planwirtschaftliche Elemente. Auch aus der Fraktion Die Linke, also Harald Weinberg, sprach davon viel zu unkonkret, viel zu offen, unpräzise. Also dass im Grunde auch im Hinblick auf die Qualität und die inhaltliche Ausrichtung des Antrags wir sicherlich auch einig sind, dass der in der Form nicht zielführend ist. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass das Thema Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch
natürlich damit zusammenhängt, dass wir da vieles besser machen müssen. Aber ich weigere mich immer ein bisschen dagegen, immer nur zu nörgeln. Also wir haben das ja heute wieder gehört. Wir haben für den öffentlichen Gesundheitsdienst 4 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. 800 Millionen zusätzlich für Digitalisierung. 5.000 neue Stellen. Und das wird hier so lapidar vom Tisch gewischt. Da wird dann gesagt, na ja, 40 Milliarden wären besser gewesen. Also insofern, glaube ich, sollten wir da auch mal ein bisschen die Relation sehen. Und was ich auch noch sagen will, natürlich müssen wir den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken. Wir wollen das alle. Aber ich persönlich möchte nicht, dass wir ein staatliches Gesundheitsamt als Bundesoberbehörde etablieren, wie das bei einigen Rednerinnen und Rednern hier rausgekommen ist. Also ganz herzliches Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern vor Ort. Ja, ich weiß, die Lage ist sehr unterschiedlich dort, aber ich glaube, wir sollten auch deren Leistung nicht kleinreden und sagen, naja, wir machen am besten eine Bundesoberbehörde und dann wird alles besser. Wir haben natürlich das Thema Föderalismus angesprochen. Da geht es tatsächlich darum, die Länder zu unterstützen. Und da ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg, immer zu sagen, wir können mit Geld alle Probleme lösen. Wir kippen einfach genügend Geld rein, dann geht es allen besser, dann läuft das. Sondern wir müssen die Länder konkret dabei unterstützen, wie sie ihre Gesundheitsämter vor Ort besser in die Lage versetzen, auch in epidemischen Lagen wie jetzt in der Corona-Pandemie, Infektionsketten nachzuverfolgen. Und da ist ja schon viel auf den Weg gebracht worden. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir DEMIS, SORMAS, also das Meld- und Informationssystem, schon viel, viel schneller flächendeckend etabliert hätten. Wenn man schaut, dass in Afrika, im Kongo, in Nigeria SORMAS bereits flächendeckend läuft, dass also in afrikanischen Staaten Systeme genutzt werden, noch dazu, die wir in Deutschland entwickelt haben. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das haben wir beim Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig, ist ja SORMAS entwickelt worden. Da ist es natürlich nicht schön, dass wir jetzt noch darüber diskutieren, ob alle öffentlichen Gesundheitsämter dieses System nutzen. Ich bin froh, dass mittlerweile 375 Gesundheitsämter dieses System zumindest für die Meldung nutzen können, die Hälfte auch schon angeschlossen ist. Und den Weg sollten wir weitergehen, dann glaube ich, sind wir da auch auf dem richtigen Weg. Und weil hier auch die Staatsministerin für Digitalisierung sitzt, will ich auch noch mal ansprechen, mich ärgert in der ganzen Diskussion immer, dass wir über Digitalisierung sehr abstrakt reden. Da wird dann gesagt, ja, wir können mit Digitalisierung viel mehr erreichen, wir müssten nur besser vernetzen, wir müssten die Institutionen, die Akteure in die Lage versetzen, über Datennutzung, über Datenaustausch auch schneller auf neue Situationen zu reagieren. Und genau da hakt es ja häufig. Wir haben das Problem, dass wir grundsätzlich immer sagen, ja, Digitalisierung ist gut, aber wenn es dann konkret ist, reden wir alles schlecht. Da werden dann Probleme aufgezeigt, da werden Risiken aufgezeigt, da wird nie chancengetrieben diskutiert. Und insofern, glaube ich, stellt die Pandemie insofern auch eine Chance dar. Ich wünsche mir, dass wir viel, viel offener auch über Ideen, über Möglichkeiten, gerade digitale Möglichkeiten sprechen. Wir müssen auch darüber sprechen, inwieweit vielleicht in dem einen oder anderen Bereich mehr Pragmatismus auch Einzug halten muss, bei der Abwägung, welche potenziellen Möglichkeiten uns auch eine bessere Datennutzung eröffnet. Und insofern sollten wir auch in der Debatte, auch bei der Frage, wie können wir öffentlichen Gesundheitsdienst verbessern, stellen. Lassen Sie noch eine Zwischenfrage. Nicht ausschließlich nur über Geld reden. Wenn Sie so nett fragen, sehr gerne, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Ich habe jetzt 8 Dank. Okay. Die Abgeordnete Christmann hat das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Herr Kollege, Sie haben so schön über Digitalisierung und Ihre Möglichkeiten gesprochen im Bereich der Gesundheit. Und das treibt uns ja derzeit alle um. Wenn Sie jetzt aber sagen, wir sollten da mehr über die Chancen sprechen, irritiert mich das etwas, weil ich glaube, über die Chancen der Corona-Warn-App, zum Beispiel durch die Ergänzung einer Clustererkennung, über die Chancen der Digitalisierung der Gesundheitsämter sind wir ja seit letztem Sommer im Gespräch. Dann gab es einen Hackathon, wo mehrere Lösungen für Gesundheitsämter und andere Sachen vorgeschlagen worden sind. All diese Dinge sind doch aus meiner Sicht von der Regierung nicht zügig umgesetzt worden. Es ist ja nicht so, dass nicht alle diese Chancen sehen und auch einfordern würden, sondern es mangelt doch an der Umsetzung. Das will ich gerne dem entgegensetzen, dass Sie hier für mehr Begeisterung geworben haben. Wir sind alle begeistert, aber wann geht's denn los? Ja, liebe Frau Kollegin, Frau Dr. Christmann, wir haben ja das Thema auch in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz hoch und runter diskutiert. Ich glaube, wir beide sind uns da noch einiger, als das vielleicht die Fraktion in Gänze sind. Aber das ist ein sehr schönes Stichwort, weil Sie die Corona-Warn-App ansprechen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir in Deutschland
wirklich wochenlang hoch und runter diskutiert haben, ob man so eine App überhaupt machen soll, ob Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da nicht wieder zu forsch ist, ob er nicht einfach vorprescht. Da sind Datenschutzbedenken angeführt worden. Wir reden hier, wie gesagt, über eine Tracing-App. Da wurde so getan, als würden die Leute ständig überwacht werden. Und das ist genau der Punkt. Wir reden über innovative Ideen und die werden dann aber immer kaputt geredet. Und das ist ja nicht nur bei der Corona-Warn-App so. Es ist ja bei der Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen genau dasselbe Spiel gewesen. Ich kann mich daran erinnern, im Rahmen des DVG, des Digitalen Versorgungsgesetzes, da haben wir darüber gesprochen, ob wir im Rahmen des Forschungsdatenzentrums, also wo die Daten gesammelt werden, überhaupt eine Antragsbefugnis für Gesundheitsunternehmen, also für private Unternehmen, eine Antragsbefugnis etablieren, damit die Daten dort auch genutzt werden können für Forschung. Und da kann ich mich sehr genau daran erinnern, dass Ihre Fraktion, ich will jetzt keine Namen konkret nennen, kann ich aber gerne nachreichen, den Popanz aufgebaut hat und hat so getan, als würden jetzt alle Patienten, alle Menschen gläsern sein, als würde man von jedem die Privatdaten, Klarnamen und was auch immer abgreifen wollen. Und genau das ist der Punkt, dass Sie über Digitalisierung immer schön blumig erzählen, aber dann, wenn es konkret wird, wenn wir als Parlament, als Regierungsfraktion, als Bundesregierung, als Bundesgesundheitsministerium agieren, dann ist immer alles schlecht, dann ist alles böse oder wahlweise es ist mit der Gießkanne gemacht. Also da müssten Sie sich langsam mal entscheiden, dann würde uns das auch konstruktiv helfen. Vielen Dank. Frau Präsidentin, ich habe jetzt noch eine Sekunde, aber wenn Frau Klein schweigt, die meldet sich gerade, lasse ich gerne zu. Sprechen Sie. Da muss ich natürlich drauf eingehen, weil Sie haben mich ja indirekt eigentlich angesprochen. Sie machen hier wiederholt etwas, was in der Sache überhaupt nicht zutrifft. Nicht der Datenschutz ist dafür verantwortlich, dass sowohl die Corona-Warn-App ihr Potenzial nicht ausfüllen kann, wie es eigentlich nötig wäre, oder aber auch wir mit der Forschung und dem Auswerten von Gesundheitsdaten für die Forschung nicht vorankommen, sondern das hat damit zu tun, dass die Voraussetzungen dafür nicht passend geschaffen werden. Und wenn ich Sie mal fragen darf, nennen Sie uns doch mal das Datum, wann endlich die Clustererkennung für die Corona-Warn-App dann funktionsfähig sein wird, nachdem das schon seit Oktober im Gespräch ist und ganz konkrete Vorschläge ja auf dem Tisch liegen. Also ich finde das immer sehr interessant, dass da offenkundig auch bei Ihnen eine sehr einseitige Betrachtungsweise vorherrscht. Da wird das Thema Corona-Warn-App ja explizit angesprochen worden, immer so getan, als sei man sich da einig, als können wir sofort loslegen. Das Problem ist eben nur, wenn wir dann loslegen, dann kommen zusätzliche Bedenken. Und ich sage jetzt auch mal bei der Frage, wie wir solche Apps oder wie wir innovative Ideen für das System, Gesundheitssystem überhaupt erstmal zum Laufen bringen. Da haben wir ja ständig die Diskussion, inwieweit man da überhaupt Akteure einbeziehen kann. Da sind Sie ja meistens ganz weit vorne weg und sagen, wir müssen mehr digitalisieren. Und wenn es dann aber darum geht, Innovation im System zu ermöglichen, sind Sie die Ersten, die bremsen, weil Sie sagen, da dürfen Private nicht in das System rein, da müssen so hohe Hürden aufgebaut werden. Und ich weiß nicht, wie viel Redezeit ich habe, aber ich könnte jetzt hier stundenlang auch über das Agieren des BFDI, des Bundesbeauftragten für den Datenschutz in der Informationstechnologie sprechen, der ja teilweise auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu bestimmten digitalen Lösungen hat. Und wenn wir in Deutschland immer meinen, immer dann, wenn eine staatliche Lösung angeboten wird, dann müssen wir die staatliche Lösung 150-prozentig machen, also so unpraktikabel zum Schluss, dass sie überhaupt nicht mehr funktioniert und danach dann kritisieren, dass sie nicht funktioniert, dann ist irgendwas verkehrt. Also da sollten Sie sich auch mal ein bisschen überlegen, wie Sie da argumentieren. So, damit ist die Frage von Frau Klein-Schmeink von Bündnis 90 Grüne beantwortet und Sie haben noch wenige Sekunden zu einem wunderbaren Schlusswort. Der Herr Notz hat sich gemeldet. Nein, die Zeit ist abgelaufen. Also ich würde die Frage gerne zulassen, lieber Konstantin von Notz. Aber insofern darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss und die Frage im Nachgang oder kann ich dem Kollegen von Notz dann sicherlich auch noch hoffentlich zufriedenstellend erklären. Ich freue mich auf die Beratung und dass wir in der Digitalisierung und bei der Bekämpfung des Coronavirus, der Ausstattung, der Verbesserung der öffentlichen Gesundheitsämter schnell und gut vorankommen. In diesem Sinne, gute Diskussion.
Vielen Dank. Die Bekämpfung der Corona-Diskussion ist ja auch ein Thema, mit dem sich der öffentliche Gesundheitsdienst auseinandersetzt. Und Jens Spahn, wir sehen ihn gerade, der Bundesgesundheitsminister, hat deswegen auch letztes Jahr im September den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst auf den Weg gebracht, in dem eben genau dieser öffentliche Gesundheitsdienst mehr Geld, mehr Personal und auch eine digitalere Arbeitsweise bekommen soll. Wieland Schinnenburg jetzt für die FDP. Die Gesundheitsämter sind zuständig für die Kontaktnachverfolgung, für die Aufnahme und Verwaltung von Daten. Wir alle wissen, dass das nicht optimal läuft. Würde es optimal laufen, dann könnten wir wesentlich eher in Lockerung gehen. Wenn wir nämlich eine bessere Kontaktnachverfolgung hätten, könnten wir uns mehr Infektionszahlen erlauben, als das derzeit so ist. Soweit stimmen wir Ihnen vollkommen zu. Nun haben wir einen sehr blumigen Antrag der Grünen und verschiedene Beiträge von SPD und Grünen, wie wichtig und wie schön und wie toll doch der öffentliche Gesundheitsdienst ist. Ja, da müssen wir annehmen, dort, wo Rot-Grün regiert, ist dann alles ganz toll mit dem ÖGD. Lass uns mal den Praxistest machen. Lass uns den Praxistest in meinem Wahlkreis Hamburg-Wandsbek machen. Hamburg-Wandsbek wird seit 7 Jahren Rot-Grün regiert, die Stadt Hamburg seit 6 Jahren Rot-Grün regiert. Die FDP-Fraktion der Bezirksversammlung Hamburg-Wandsbek hat mal eine Anfrage zum Gesundheitsamt Hamburg-Wandsbek gestellt. Die wurde vor wenigen Tagen beantwortet. Ich darf Ihnen mal kurz die wichtigsten und erschreckenden Antworten mitteilen. Erstens. Die Aufnahme von Daten von Ärzten und von Laboren wird mit einem System, auf einem selbstgestrickten System, das sich Octoware nennt, im Gesundheitsamt aufgenommen. Von da geht es dann zur Landesebene in Hamburg. Dort wird es übertragen auf ein anderes System, das nennt sich SurfNet. Und von diesem Netz wiederum wird es weitergegeben ans RKI. Das verstehe ich nicht unter effizienter Arbeitsweise, meine Damen und Herren. Es wäre sinnvoll, gleich das System DEMIS zu verwenden. Zweitens, wie erfolgt die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt Hamburg-Wandsbek? Auch dort gibt es ein eigen selbstgestricktes Programm, das nennt sich Hamburger Pandemie-Manager. Ich empfehle einfach, das System SORMAS zu nehmen. Drittes Ergebnis. Wir haben das Bezirksamt gefragt, wer hat denn das alles entschieden, dass mit so selbstgestrickten, eigenartigen Systemen gearbeitet wird? Antwort, das wurde überbezirklich entschieden. Das ist eine nette Beschreibung dafür, dass der rot-grüne Hamburger Senat es nicht auf die Reihe kriegt. Meine Damen und Herren, so sieht die Realität in rot-grün regierten Verwaltungen aus. Darum sollten Sie sich mal kümmern. Rot-grüne Träume prallen radikal auf die Realität. Das ist das Wahre und das muss geändert werden, meine Damen und Herren. Nun geht es natürlich auch noch weiter. Vor wenigen Tagen ist nun die Leiterin des Gesundheitsamtes Hamburg-Wandsbek zurückgetreten. Die hat die Konsequenz daraus gezogen, dass sie offenbar von der rot-grünen Verwaltung allein gelassen wurde. Meine Damen und Herren, wir als FDP wollen konkrete Verbesserungen. Wir wollen die flächendeckende Einsatz von DEMIS und auch von SORMAS. Dafür sollten wir sorgen und nicht so schöne Anträge schreiben mit viel blumigen Äußerungen. Letzte Bemerkung. Unsere Bezirksfraktion in Wandsbek wird Ihrem rot-grünen Bezirksamt weiter auf die Finger gucken. Und das wird wahrscheinlich nicht angenehm für Sie. Vielen Dank. Wieland Schinnenburg war das für die FDP. Der nächste Redner ist Stefan Pilsinger. Er sitzt im Ausschuss für Gesundheit, arbeitet aber auch noch, wenn er nicht hier im Bundestag ist, tatsächlich noch als Arzt in seinem Bezirk. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Corona-Krise hat uns auch im Jahr 2021 noch immer fest im Griff. Durch die konsequente Umsetzung der Kontaktbeschränkungen und die begonnenen Impfungen sind wir aber endlich auf einem guten Weg. Erstmals seit Beginn der zweiten Pandemiephase sinkt die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen. Aber wir dürfen das nun Erreichte nicht leichtfertig verspielen. Noch immer liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit über dem Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Zudem drohen deutlich ansteckende Virusvarianten, den Fortschritt zunichte zu machen. Erst wenn die Gesundheitsämter wieder eine realistische Chance haben, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen, können wir die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückerlangen. Damit ist der öffentliche Gesundheitsdienst ganz ohne Zweifel eine der tragenden Säulen unserer Pandemiebekämpfung. Ohne die Gesundheitsämter vor Ort wäre eine Rückverfolgung von Kontakten noch eine koordinierte Vorgehensweise bei lokalen Ausbrüchen möglich. An dieser Stelle geht daher zunächst mein ausdrücklicher Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, die seit Beginn dieser Pandemie unter einer bisher nie dagewesenen Belastung stehen. Ich finde, diese Mitarbeiter haben einen hervorragenden Job geleistet.
Wir wissen, dass die Gesundheitsämter aktuell sehr viel abverlangt wird, aber wir werden in Zukunft auch dafür sorgen, dass sie nicht nur personell gestärkt und modernisiert werden, sondern durch eine digitale Offensive auch untereinander besser vernetzt werden. Wir haben aus dieser Krise gelernt, meine Damen und Herren. Deshalb stellt der Bund den Gesundheitsämtern mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Der erste Schritt zur Umsetzung dieser Beschlüsse wurde bereits mit dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz hier im Deutschen Bundestag gemacht. Mithilfe dieser neuen Regelungen werden dringend notwendige Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes endlich konkret umgesetzt. Noch bis Ende dieses Jahres sollen auf dieser Grundlage mindestens 1.500 neue Stellen geschaffen werden. Das heißt mehr Ärztinnen und Ärzte, aber auch mehr Fach- und Verwaltungspersonal. Bis Ende des kommenden Jahres sollen darüber hinaus mindestens 3.500 weitere Vollzeitstellen in den Gesundheitsämtern geschaffen werden. Auch die Attraktivität einer Tätigkeit in den Gesundheitsämtern soll im Rahmen dieser Maßnahmen künftig steigen, denn bei der Besetzung von Stellen steht der ÖGD in direkter Konkurrenz zu anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Durch eine engere Verzahnung mit der Forschung stärken wir aber gleichzeitig auch die wissenschaftliche Basis des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben innerhalb kürzester Zeit zahlreiche wirksame Maßnahmen angestoßen und auch bereits mit der konkreten Umsetzung begonnen. Natürlich werden wir aber nicht von heute auf morgen die personellen und organisatorischen Strukturen der Gesundheitsämter vollständig modernisieren können. Wir wollen diese Krise möglichst bald überwinden, aber die Maßnahmen benötigen Zeit, um zu wirken. Seien Sie versichert, wir tun alles dafür, damit die Verbesserungen so schnell wie möglich vor Ort ankommen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben bei der Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes keine Zeit zu verlieren. Nach meiner Meinung kommt die dritte Welle sicher. Ich gebe der Kanzlerin recht, die Öffnungen in den Schulen durch die Bundesländer sind verfrüht. Wir werden sehr schnell Mitte März den Zeitpunkt haben, dass wir wieder im exponentiellen Wachstum sind. Deswegen brauchen wir einen öffentlichen Gesundheitsdienst, der die Kontaktverfolge bis dahin sicher nachvollziehen kann. Denn einen weiteren Lockdown sollten wir unter allen Umständen vermeiden, auch wenn dies unter der jetzigen Betrachtung als sehr schwierig erscheint. Vielen Dank. Stefan Pissinger war das für die CDU-CSU. Der vorletzte Redner in dieser Debatte ist Edgar Franke für die Sozialdemokraten. Hochverehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gute medizinische Versorgung ist heute ein Stück Lebensqualität vor Ort. Das ist vielen Leuten, vielen Menschen wichtig. Deshalb brauchen wir ein dichtes Netz aus Kliniken, aber aus niedergelassenen Ärzten und aus Gesundheitsämtern. Und das überall, nicht nur in den Ballungszentren. Gerade in ländlichen Gegenden ist dieses Netz aber häufig nicht eng genug. Wir wissen alle, Kommunen suchen händeringend nach Hausärzten. Kleinere Kliniken vor Ort haben es schwer. Und jeder, der kommunalpolitisch tätig ist, im Kreistag, in den Kommunen, weiß, den Gesundheitsämtern fehlt es an Personal. Den Gesundheitsämtern fehlt es aber ganz häufig auch an Geld. Das wissen wir eigentlich nicht erst seit der Pandemie. Für die Menschen heißt das, eine gute Gesundheitsversorgung ist nicht mehr überall selbstverständlich. Für uns Sozialdemokraten ist Gesundheit das höchste Gut. Und Gesundheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf eben nicht vom sozialen Status abhängen. Und Harald Weinberg hat zu Recht gesagt, es darf nicht sein, dass wer arm ist, früher stirbt. Und deswegen ist für uns Sozialdemokraten die öffentliche Daseinsvorsorge, Gesundheit, eines der wichtigsten gesellschaftlichen Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb haben wir auch die flächendeckende Gesundheitsversorgung uns immer auf die Fahnen geschrieben. Wir haben ja auch ein bisschen was gemacht. Mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz machen wir unsere Kliniken zukunftsfest. Der Bund stellt 3 Milliarden Euro für Digitalisierung und moderne Notfallversorgung bereit. Damit stärken wir nicht nur die Krankenhäuser, auch die Krankenhäuser vor Ort auf dem Land, sondern wir stärken auch die Konjunktur. Zweitens. Wir stärken die bedarfsnotwendigen Kliniken auf dem Land. Das war mir persönlich ganz, ganz wichtig. Sie bekommen eine jährliche Bundesförderung. Wir haben sie erst erhöht auf politischen Initiative auch der SPD. Damit können Kliniken jetzt bis zu 800.000 Euro zusätzlich erhalten. Auch das war ein ganz großer politischer Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wir würden uns als Sozialdemokraten zwar noch wünschen, Herr Minister, dass die Förderkriterien für bedarfsnotwendige Kliniken vielleicht noch ein bisschen offener gestaltet werden, vielleicht noch ein bisschen mehr sich an den Versorgungsrealitäten anpassen, aber das ist gut. Drittens. Seit diesem Jahr gibt es den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Länder halten 4 Milliarden, es ist mehrfach schon gesagt worden. Wir werden 5.000 neue Stellen bekommen. Hilde Mattheis hat sehr kenntnisreich und ist in dem Bereich schon lange sehr, sehr engagiert, auch ausgeführt, dass wir den öffentlichen Gesundheitsdienst personell stärken müssen, dass wir den inhaltlich stärken müssen und dass wir den konzeptionell stärken müssen. Und das ist der richtige Weg. Und sie hat auch zu Recht gesagt, es muss ein Umdenken geben, Umdenken bei den Kommunen, bei den Ländern, bei den Landkreisen, dass öffentlicher Gesundheitsdienst nicht nur ein Anhängsel ist, sondern dass dort Politik gemacht wird. Und Frau Kappert-Konter hat gesagt, zum Beispiel mit den Zahnprophylaxen, nur aus einem Beispiel zu nehmen, der öffentliche Gesundheitsdienst ist wichtig für die Daseinsvorsorge. Insofern sollten wir alle daran arbeiten, ihn weiter zu stärken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit all diesen Maßnahmen werden wir unseren öffentlichen Gesundheitsdienst, aber nicht nur den öffentlichen Gesundheitsdienst, sondern auch in Zukunft die gesundheitliche Versorgung stärken. Ich möchte aber auch noch den ambulanten Bereich zum Schluss noch ansprechen, weil ein Antrag sich auch auf die MVZ bezieht. Die ambulante medizinische Versorgung ist auch sozusagen im gesellschaftlichen Wandel begriffen. Der gesellschaftliche Wandel wirkt sich auch darauf aus. Deswegen haben wir seit knapp 20 Jahren ja die sogenannten medizinischen Versorgungszentren, die sogenannten MVZs. Wir wissen alle, in diesen Zentren arbeiten Ärzte zusammen unter einem Dach, oft aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Die MVZ haben sich wirklich bewährt. Sie haben oftmals die medizinische Versorgung vor Ort verbessert. Und sie bieten auch Vorteile für gerade Menschen oder Ärztinnen und Ärzte, die Teilzeit arbeiten wollen. Sie bieten auch Vorteile, dass der ein oder andere Arzt heute sagt, ich möchte kein wirtschaftliches Risiko mehr tragen. Und seit der letzten Legislaturperiode können wir auch tatsächlich rechtlich selbstständige MVZs von Kommunen betreiben lassen und gründen und können so gezielt die medizinische Versorgung stärken. Und in meinem Landkreis in Hessen habe ich mich vor 2 Jahren sehr dafür eingesetzt. Es gibt nur eine Handvoll medizinische Versorgungszentren, die von Kommunen betrieben werden. In einer Stadt Schwarzenborn hat 1.000 Einwohner, die kleinste Stadt in Hessen. 1.000 Einwohner ist wirklich nicht viel, aber da war kein Arzt mehr da. Dort hat die Kommune ein kommunales MVZ gegründet, wo Ärzte, 2 Ärztinnen, eine Gynäkologin, ein Hausarzt, angestellt sind. Dort gibt es jetzt einen Arzt, jetzt gibt es eine Ärztin. Und da sieht man ganz konkret, also MVZs und da, wo es keine Ärzte gibt, auch kommunale MVZs sind ein wichtiges Instrument, flächendeckende Versorgung herzustellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb sollten wir gerade MVZ stärken. Wir sind hervorragend geeignet, die ambulante medizinische Versorgung auch in ländlichen Regionen zu verbessern. Sie sind ein wichtiger Baustein für eine flächendeckende Versorgung. Eine gute Versorgung, wie wir immer sagen, unabhängig vom Alter der Versicherten, unabhängig vom Geldbeutel und unabhängig vom Wohnort. Das ist der rote Faden sozialdemokratischer Gesundheitspolitik. Dankeschön. Vielen Dank. Edgar Franke war das für die SPD-Fraktion. Und damit kommen wir hier zum letzten Redner in dieser Debatte. Georg Kippelt sitzt auch im Gesundheitsausschuss und ist Mitglied der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der letzten Stunde jetzt leidenschaftliche Plädoyers für den öffentlichen Gesundheitsdienst gehört, durchaus auch herbe und an einigen Ecken auch ohne weiteres berechtigte Kritik. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist durch die Pandemie seit einem Jahr nunmehr im unmittelbaren Fokus der gesamten Bevölkerung und natürlich auch der Politik. Und ich glaube, uns eint hier alle die Überzeugung, dass gute Arbeit geleistet wurde, Verbesserungsbedarf da ist und wir uns diesem alle widmen sollten. Für eine saubere Aufarbeitung dieser Fragestellung, glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass wir zwischen 2 verschiedenen Aspekten des öffentlichen Gesundheitsdienstes unterscheiden sollten. Auf der einen Seite die Regelversorgung. Viele Aspekte sind angesprochen worden. Prävention, Aufklärung, Regeluntersuchungen, Impfwesen, Hygiene.
und auf der anderen Seite natürlich die Einsatztätigkeit in der Bewältigung einer Pandemie, in einer Krise, in einer Ausnahmesituation. Alles das geht zusammen beim öffentlichen Gesundheitsdienst. Und insofern bin ich der Meinung, dass diese Aspekte im Antrag der Kollegen der Grünen leider nur unzureichend beleuchtet worden sind. Und ich will gerne den Auslöser der Pandemie einmal zum Anlass nehmen, exemplarisch die Herausforderungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst anhand meines Heimatkreises, des Rhein-Erft-Kreises in Nordrhein-Westfalen mit 465.000 Einwohnern und 10 Städten konkret darstellen. Die Inzidenz war heute Morgen bei 71,8. In den 10 Städten ist aber das Spektrum zwischen 40 und 121. Wir haben 587 Infizierte und wir beklagen und betrauern 296 Verstorbene. Das gibt mir zunächst mal Anlass, von hier aus einen Gruß in die Heimat zu senden und dem Landrat Frank Rock und auch dem Gesundheitsdezernenten Christian Nettersheim und seinen Kolleginnen und dem Team der Verwaltung herzlich Dank zu sagen, weil die wichtige Aufgabenstellung der Kontaktnachverfolgung erfolgreich bewältigt worden ist. Aber wie sieht die personelle Besetzung aus? Aus dem Normalbetrieb kommend 85 Mitarbeiter für 60 Stellen, 5 Mediziner, auf der Leitungsebene ein Verwaltungsbeamter. Mittlerweile sind es in der Sondersituation alleine 85 Mitarbeiter im Covid-Zentrum, in der Kürze der Zeit natürlich nicht durch vollwertige Neueinstellungen zu besetzen, sondern Umsetzungen und Abordnungen waren erforderlich. Des Weiteren 95 externe Mitarbeiter aus den anderen Behörden und der Bundeswehr. Frage: Ist das nun ein strukturelles Problem der Unterbesetzung? Nein, selbstverständlich nicht, weil es eine Ausnahmesituation ist. Allerdings richtig ist auch, dass für den Regelbetrieb der Personalstand im Laufe der Jahre immer weiter heruntergegangen ist, auch deshalb, weil viele, auch vor allen Dingen Vorsorgemaßnahmen, in der Vergangenheit in den privatärztlichen Bereich ausgelagert worden sind. Ich nenne nur mal exemplarisch die sogenannten U-Untersuchungen, die jetzt mit tatkräftiger Unterstützung der GKV bei den Kinderärzten stattfinden und die klassischen Reihenuntersuchungen und Reihenimpfungen, an die ich mich auch noch gut aus meiner Kindheitszeit erinnern kann, überhaupt nicht mehr stattfinden. Wir müssen also für die Attraktivierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wieder originäre medizinische Aufgabenstellungen suchen und etablieren, wodurch natürlich auch die Attraktivität für die Mediziner selbst in diese Berufssparte einzusteigen, steigt. Und auch die weiteren Fragestellungen, die aus der Krise resultieren, glaube ich, müssen wir im besonderen Maße ins Auge nehmen. Wir haben festgestellt, dass zur Bewältigung zu Beginn der Krise, aber auch im weiteren Verlauf eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Hauptamt auf der einen Seite, dem ÖGD, und dem Ehrenamt DRK Johanniter Malteser Caritas stattgefunden hat und stattfinden musste, um bestimmte punktuelle Aufgabenstellungen personell aufzufangen. Hier wäre es aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabenstellung, diesen Trainingsbetrieb zu verstetigen und so ebenso wie es die Bundeswehr, THW und die Feuerwehr macht, Krisenszenarien im wiederkehrenden Rhythmus zu erproben, einzuüben, zu harmonisieren und vor allen Dingen auch die technischen Gegebenheiten zu vervollständigen und zu perfektionieren. Wir haben schon bei den Vorrednern zahlreiche Hinweise zu den digitalen Hilfsmitteln gehört. Diese müssen aber auch tatsächlich im Zusammenspiel funktionieren. Der Pakt von Bund und Ländern für den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 5. September 2020 stellt dafür eine hervorragende Basis dar. Wir sollten jetzt nicht in einen Aktionismus verfallen, sondern wir müssen nach der Pandemie auch eine solide Analyse des Bedarfs ermitteln. Wir müssen die Inhalte schärfen und attraktivieren. Und dafür stellt der Pakt ausreichend Mittel und Ressourcen zur Verfügung. Infolgedessen müssen wir uns dem Antrag nicht widmen und können ihn getrost ablehnen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und das war dann die Debatte über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wir beenden auch damit unsere Übertragung der Sitzungswoche in dieser Woche. Übernächste Woche steht die nächste Plenarsitzung an. Da wird es auch um die Gesundheitsversorgung oder auch wieder um die Corona-Steuerhilfen gehen.